Vor unserem ersten Auswärtsspiel am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr bei Holstein Kiel habe ich unseren Vizekapitän Sebastian Griesbeck neben mir stehen. Griese, zu Beginn nochmal die Frage, ihr habt Anfang der Woche das Spiel gegen Arminia Bielefeld hier analysiert. Wie fiel die Analyse denn aus? Ja, wir haben uns natürlich geärgert, dass wir gleich nach dem 1-0 das 1-1 bekommen haben, somit eine gute Ausgangsposition für die zweite Halbzeit quasi verschenkt haben. In der zweiten Halbzeit war es ein recht offenes Spiel bei den Temperaturen auch mit nicht so vielen Torchancen. Wir haben uns aber trotzdem am Ende ein bisschen mehr ausgerechnet, müssen jetzt mit dem Punkt leben, aber das können wir und jetzt schauen wir nach vorne gegen Kiel. Genau, schauen wir mal nach vorne auf den Sonntag. Holstein Kiel ist der Gegner, letztes Jahr den dritten Platz belegt in der zweiten Bundesliga. Du hast in beiden Spielen letzte Saison über 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Es gab auch einige Veränderungen jetzt im Sommer beim kommenden Gegner. Wie schätzt du Holstein Kiel jetzt in dieser Saison ein? Ja, die haben viele wichtige Spieler verloren, auch einen Trainer. Aber jetzt nach dem ersten Spiel kann man schon sagen, dass sie es sehr gut kompensiert haben. Die haben gegen Hamburg sehr gut gespielt und schauen wir mal, wie die Saison weiter verläuft. Aber wir schauen eher auf uns und wollen das Spiel am Sonntag gewinnen. Genau, du hast es angesprochen, wir schauen auf uns. Was habt ihr euch denn vorgenommen in Kiel und worum wird es da letzten Endes gehen bei euch, um erfolgreich wieder oder mit möglichst vielen Punkten wieder nach Hause nach Heidenheim zu kommen? Ja, auf jeden Fall mal eine stabile Defensive. Hier müssen wir schauen, dass wir das diese Saison hinkriegen. Vor allem ist Kiel auch sehr spielstark. Da werden wir uns was überlegen, dass wir die in den Griff bekommen. Alles klar, dann danke ich dir. Dankeschön.